Was heißt das? Das heißt, er hat mit Allah direkt gesprochen. Und wir, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sagen, Musa a.s. hat Allah gehört. Die Kalam-Schulen, Ash'ari und Maturidiyya, die sagen, nein, Musa hat Allah nicht gehört. Aber Allah sagt doch, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah hat Musa tatsächlich angesprochen. Sie sagen, ja, wir bestätigen, dass Allah spricht. Aber die Rede Allahs, und da sind sich die Asha'ira und Maturidiyya nicht einig. Die einen sagen, die Rede Allahs ist eine innere Rede. Eine innere Rede, was heißt eine innere Rede? Ich übersetze jetzt mal ganz salopp, ja, entschuldigt. Gedanken also. Die Zunge, jetzt bei Menschen, ja, nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die Zunge, sagen sie, ist ja ein Übersetzer dessen, was du in deinem Inneren denkst. Also ist deine tatsächliche Rede nicht das, was du sagst, sondern was du vorher in dir gedacht hast, sagen sie. Und deswegen sagen sie, wenn wir davon reden, Allah spricht, dann ist das nicht, dass Allah irgendwas artikuliert hat, von sich gegeben hat, sondern das ist eine innere Rede. Und zweitens, und diese innere Rede, die war schon immer. Was heißt, die war schon immer? Das heißt, der Zeitpunkt, an dem Musa a.s. angesprochen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, das war keine neue Rede Allahs. Ja, was denn sonst? Sondern in diesem Moment, es gibt da unterschiedliche Interpretationen der Kalam-Schulen, in diesem Moment hat Allah eine Stimme erschaffen, einen Ton erschaffen. Und das ist auch die Ansicht der Maturidiyya. Allah spricht, sie sagen also, Allah erschafft einen Ton, eine Stimme. Und diesen erschaffenen Ton, den hört wer? Musa a.s. oder Jibril a.s. oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, ja herrlich, was ist jetzt der Unterschied zwischen euch und die Mu'tazila? Die Mu'tazila sagen ja auch, die sagen von vornherein, die sagen ohne jetzt hier um den heißen Brei, Allah spricht nicht, Punkt. Ja, was ist der Koran? Ein Geschöpf. Was heißt ein Geschöpf? Ja, ein Ton, eine Stimme, die Allah erschaffen hat. Deswegen ist Imam Ahmad ibn Hanbal ins Gefängnis gekommen, wegen dieser Sache. Der hat den Mu'tazila damals, Jahmiyyah und so weiter, die damals gelebt haben und an die Macht gekommen sind, die Kalifen, der hat denen gesagt, Allah spricht mit einer Stimme, die man hört. Also nicht jeder hört jetzt Allah, aber Musa hat Allah gehört. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in der Himmelsreise war, hat er mit Allah gesprochen, er hat Allah gehört. Dafür musste er ins Gefängnis. Die haben gesagt, du bist ein Kafir. Warum? Du vergleichst Allah mit den Geschöpfen. A'udhu billah. Allah azza wa jal sagt, dass er spricht. Also Musa alayhi salam ist Kalimullah, der Ansprechpartner Allahs. Warum? Weil er mit Allah gesprochen hat. Er hat Allah gehört. Das ist die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wie gesagt, die Kalam-Schulen, die sagen, nein, entweder die Mu'tazila, Allah spricht gar nicht. Oder sie sagen, ja, er spricht, aber er spricht nicht. Das ist die Essenz der Asha'ira und Maturidiyya. Er spricht, aber er spricht nicht. Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit einer Stimme, die vernehmbar ist. Und zwar von dem, den Allah will, wie Musa a.s.